Kreiman Zentrale. Kreiman Zentrale, meldet euch, was ist los? Hier Zentrale an 210. Wir hören Sie, Kramer. Wo sind Sie jetzt? Eine Meile östlich von Harolds Zufahrt und bis jetzt noch keine Spur von den beiden. Gibt's was Neues von Donaldson? Leider noch nicht. Aber seine Leute errichten gerade eine Straßensperre an der Kreuzung US 89 und Route 12. Haben Sie neue Anweisungen für seine Einheit? Ja, auf jeden Fall die Augen offen halten. Ich treffe mich mit Ihnen, sagen wir, gegen 21 Uhr. In der Zwischenzeit werde ich dieses Dayton-Grundstück unter die Lupe nehmen. 210 Ende. Gar keine Frage. Es besteht kein Zweifel, dass Ihre Entwürfe und Theorien die Ergebnisse unserer Forschungsabteilung bei weitem übertreffen. Die Ausnutzung von Sonnenenergie als ständiger Energielieferant ist eine exzellente Theorie. Aber Sie müssen sie ja wohl erst noch beweisen, so wie all Ihre anderen Erneuerungen. Das, was ich konstruiere, das funktioniert auch. Da draußen steht eine Rakete, die in der Lage ist, einen Menschen sicher in den Weltraum zu transportieren. Und ich habe es bewiesen. Ich habe es immer und immer wieder bewiesen. Das ist korrekt, Colonel. In einer Reihe von statischen Tests haben wir erfolgreich zahlreiche Raumflüge simuliert. Die Diagramme dieser Entfernungsmesser werden Ihnen das bestätigen. Hören Sie, bei der Größenordnung dieses Projekts beweisen statische Tests überhaupt nichts. Raketenexperimente sind Militärsache und somit Angelegenheit der Regierung. Und nur der Regierung. Ich verstehe nur nicht, wieso. Ähnliche Projekte wie in der medizinischen Forschung werden doch auch von privater Seite geführt. Aber das haben wir doch schon alles lang und breit durchdiskutiert. Da sind Befehle zu befolgen. Ein Team von Regierungsexperten trifft morgen früh hier ein. Sorgen Sie dafür, dass man alle Informationen an Sie weiterleitet. Hallo, Sheriff. Entschuldigen Sie die Störung, Mr. Dayton. Keine Ursache, kommen Sie doch rein. Geht leider nicht, keine Zeit. Zwei Häftlinge sind ausgebrochen. Ich würde mich bei Ihnen gerne mal etwas umsehen. Aber ich bitte Sie, das ist doch selbstverständlich, Sheriff. Das Grundstück habe ich bereits überprüft, aber was ist mit dem Gelände innerhalb dieses Elektrozauns? Um die Rakete? Recht unwahrscheinlich, dass jemand ohne unser Wissen den Zaun überwindet. Ich weiß nicht, Mr. Dayton. Das sind zwei ganz ausgefuchste Burschen. Die Gefängnismauer haben Sie auch hinter sich gelassen. Ich verstehe, was Sie meinen. Dirk, könnten Sie kurz den Strom abschalten, sodass der Sheriff sich umsehen kann? Natürlich. Es tut mir leid, dass ich Sie gestört habe, Mr. Dayton. Oh, keine Ursache. Ich hoffe, Sie kriegen die Karte. Tja, ich auch. Wie es so ist, ein Unglück kommt selten allein. Ich bedauere den heftigen Widerstand, aber Sie müssen meine Haltung nun mal verstehen. Ich habe versucht, Dirks Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Er hat so hart und so lange in völliger Abgeschiedenheit gearbeitet, dass er sich über jede Intervention von außen ärgert. Sie werden zugeben müssen, er hat Großartiges geleistet. Absolut fantastisch. Wie haben Sie Dirk Green eigentlich kennengelernt? Durch einen Brief lernte ich ihn kennen. Er wusste von meinen Forschungsarbeiten in der Raketentechnik. Das Gelände hier war ideal für ein Projekt, das er im Auge hatte, und er wollte mit mir zusammenarbeiten. Ich sagte auf der Stelle zu, als ich erfuhr, worum es dabei ging. Jetzt, wo er das Projekt fertiggestellt hat, wie will er es praktisch nutzen? Er fliegt auf den Mond. Oh, Sie machen sich über mich lustig. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Das ist eine fixe Idee von Dirk. Hätten Sie sich nicht eingemischt, hätte er schon einen Startversuch unternommen. Und ich sage Ihnen, der Mann hätte es bestimmt geschafft. Feiert ihr diese Party allein oder bin ich auch eingeladen? Hallo, Liebling. Wenn ich störe, dann müssen Sie es sagen. Ganz und gar nicht. Colonel Wickers, das ist meine Verlobte June Sexton. Sehr erfreut. Gleichfalls. Ich fürchte, ich bin eher eine Strohwitwe als eine Verlobte. Sie können sich nicht vorstellen, wie schwer es ist, ihn auch nur für kurze Zeit von seiner Arbeit wegzulocken. Ich bin überrascht, dass er überhaupt Zeit für seine Arbeit findet. Colonel Wickers vertritt die Forschungsabteilung für Raumfahrt der Regierung. Wir werden in Zukunft für die Regierung arbeiten. Wirklich? Das ist ja wundervoll. Jetzt, da er jemanden hat, der ihm hilft, dürften meine Chancen, einen Ehemann an Land zu ziehen, wohl gestiegen sein. Ich bin froh, dass wenigstens Sie einen Vorteil daran sehen. Übrigens, der Wagen des Sheriffs steht draußen. Ist was passiert? Er sucht das Gelände des Sicherheitstrakts nach zwei entflohenen Sträflingen ab. Nichts anfassen, bevor ich den Strom abgeschaltet habe. Gut. Alles klar? Ja, der Strom ist aus. Öffnen Sie das Tor. Das war ja eine tolle Idee. Das Ding hat was von einer Gaskammer. Ich will hier sofort wieder raus. Hör auf zu meckern. Hätte ich nur nicht auf dich gehört. Wie hast du noch gesagt? Ich weiß, wo ein ganz tolles Versteck ist. Über das hier stand was in der Zeitung. Es ist ein privates Projekt, keine militärische Bewachung. Ich denke, hier sind wir vorerst sicher.
Du spinnst wohl. Du kannst ja hier bleiben, aber allein. Ich werde es draußen versuchen. Das hier erinnert mich zu sehr an eine Zelle. Na komm schon, du gehst vor. Bevor wir gehen, solltest du darunter sehen. Weg vom Fenster. Der Kerl sieht direkt hier hoch. Er lässt die Rakete nicht einen Moment aus den Augen. Hoffentlich hat er uns noch nicht gesehen. Na großartig, da hast du uns ja schön was eingebrockt. Hey, warte. Wenn der Kerl uns sehen kann, wieso lässt er den Sheriff dann woanders suchen? Das frage ich mich auch. Wer ist der andere Kerl? Was weiß ich. Vielleicht ist es Dirk Green. Wer? Man schrieb, er hätte das hier konstruiert. So, hat er das. In den Zeitungen stand auch, ich hätte 3 Autos gestohlen. Na und? Es waren 5 Autos. Was wissen die schon? Achtung, sie kommen her. Los, die Leiter hoch. Keine Spur von ihnen. Vielleicht halten sie sich in der Rakete auf. Nein, da halten sie sich bestimmt nicht auf. Sie könnten überall sein. Einer von beiden ist ein ziemlich ausgeschlafenes Kerlchen. Wahnsinnig clever, zu clever. Sein Name ist Gary Fennell. Wir sollten uns lieber mal umsehen. Ganz wie Sie meinen, Sheriff. Warum lassen Sie mich das nicht machen? Es befinden sich eine Menge hochempfindlicher Geräte an Bord und ich will einfach nicht, dass sich Fremde hier drin aufhalten. Einverstanden. Ich warte hier unten. Gut. Es ist ganz schön heiß und keine Luft. Wahrscheinlich werden wir hier ersticken. Hey, da ist noch eine Leiter. Vergiss es, ohne mich. Hörst du das auch? Mann, wenn ich eine Waffe hätte, dann würde ich... Na klar, mit einer Waffe wärst du der Allergrößte. Okay? Ich würde sagen, es ist alles in Ordnung. Hier ist keiner. Was hat er vor? Keine Ahnung. Ob wir ihm trauen können? Haben wir eine Wahl? Aber na klar doch. Ich traue keiner Menschenseele. Los, wir verschwinden. Verriegelt. Er hat sie verriegelt, dieser dreckige, hinterhältige. Ich verstehe es nicht. Das verstehe ich nicht. Oh, da sind Sie ja wieder. Eine Spur von den Gefangenen? Hallo, John. Nein, nein, der Sheriff hat leider keinen entdeckt. Ist der Wicker schon gegangen? Ja. Na, wie wär's? Auch ein Drink? Ablehnen kommt nicht in Frage. Wir haben was zu feiern. Da Sie durch Colonel Wickers jetzt von offizieller Seite Hilfe erhalten werden, hat Steve mir versprochen, dass er etwas mehr Zeit für die Hochzeit hat. Niemand wird meine Arbeit übernehmen. Diese Rakete habe ich gebaut, um damit durchs All fliegen zu können. Und die Regierung wird das nicht verhindern. Ach, Dirk, seien Sie doch vernünftig. Denken Sie an all das Wissen, das wir an die zukünftige Entwicklung der Raumfahrt weitergeben können. Ja. Natürlich, Sie haben recht. Die können von mir noch einiges lernen. Ich werde denen etwas bieten, was sie nie vergessen werden. Ich habe sicher was Falsches gesagt, das wollte ich nicht. Es ist sein Projekt. Er hat so viel Zeit dafür geopfert. Er ist bitter enttäuscht, weißt du. Aber morgen sieht die Welt schon wieder anders aus. Es wird sich eine Lösung finden lassen. Auf unsere Hochzeit, mein Liebling. Da oben sind nichts weiter als Drähte. Naja, sieht so aus, als säßen wir hier fest. Danke, du Trottel. Dieses Versteck haben wir dir zu verdanken. Ach, hör doch auf. Die geniale Idee auszubrechen stammt ja wohl von dir. Hätte ich nur nicht auf dich gehört. 6 lausige Monate und ich wäre frei gewesen. Verlierst du die Nerven? Ja. Wenn ich dieses Ding nicht gedreht hätte, wäre ich jetzt nicht in dieser beschissenen Lage.
Ein hirnverbrannter Plan, der mein Leben verpfuscht hat. Hör zu, Lon. Wehe, du lässt mich jetzt im Stich. Ich kenne sehr viele Leute. Ich habe Beziehungen, mach dir bloß keine Sorgen. Ganz ruhig, das ist nur was zu essen. Seid ihr nicht hungrig? Doch, wir... Sie wissen, wer wir sind? Natürlich, was dachtet ihr denn? Hier, esst. Na los! Hey, nicht schlecht, greif zu. Da ist kaltes Hühnchen, Früchte, Kuchen. Ist ja wie Weihnachten. Würden Sie uns mal verraten, was das alles soll? Na, schmeckt's euch? Ja. Ich habe euch einen Vorschlag zu machen. Ich wusste, die Sache hat einen Haken. Also, was ist es? Ich will mit dieser Rakete heute Abend starten. Ach, wirklich? Wohin denn? Zum Mond. Vielleicht sollten Sie erst mal die losen Teile aus Ihrem Gehirn entfernen, bevor wir miteinander reden. Alles klar? Vielen Dank, Mann. Wir wollen zwar abhauen, das ist richtig. Aber so weit nun auch wieder nicht. Damit wir uns richtig verstehen, ich fliege mit dieser Rakete noch heute zum Mond. Ich schaffe das auch allein. Aber es wäre einfacher mit eurer Hilfe. Der Flug müsste gut verlaufen, vorausgesetzt, das Unerwartete wird nicht eintreffen und davon gehe ich aus. Speziell vorbereitete Verpflegung ist ausreichend an Bord. Also, was sagt ihr, Jungs? Der Kerl hat sie ja nicht mehr alle beieinander. Hey, sollen wir ihm das Maul stopfen? Ich glaube, der meint es ernst. Und zwar jedes einzelne Wort. Ich sage euch, wir können es schaffen. Schluss jetzt, hören Sie auf, das reicht, Sie sind ja wahnsinnig. Fliegen Sie, wohin Sie wollen, aber ohne mich. Lass mich ausreden. Also hört zu, was ich euch zu sagen habe. Wenn ihr mitmacht und euch zu absoluter Kooperation bereit erklärt, dann gibt's keinen Ärger. Aber wenn ihr euch weigert, wird die euch zeigen, wo es lang geht. Die Qual der Wahl. Sie sind ganz schön zäh im Verhandeln. Gut, die Bedienung der Rakete ist recht einfach. Unser Ziel steht fest. Das Leitsystem wird uns während der ganzen Reise den Kurs weisen. Ich werde euch zeigen, was ihr zu tun habt. Hört gut zu, dann kann nichts schiefgehen. Er scheint sich seiner Sache sehr sicher zu sein. Was denkst du, Gary? Eine verrückte Idee. Es geht hier um eine Reise zum Mond. Hey, warten Sie mal. Kommen wir auch wieder zurück? Wenn wir den Mond erreichen, ist der Rückflug ein Kinderspiel. Einen Moment. Wenn wir zum Mond rauffliegen und kommen heil wieder zurück... Mann, dann sind wir doch Helden, oder? Was meinst du? Ja, bin ganz deiner Ansicht. Okay, Mister. Die Sache geht klar. In Ordnung, dann kann's ja losgehen. Als erstes werdet ihr euch andere Sachen anziehen. Die findet ihr da drüben in der Kammer. Es ist Zeit für mich. Ich werde jetzt gehen. Ich schalte nur die Kontrolltafel aus, dann fahre ich dich. Seltsam. Was ist denn? Ich weiß nicht, irgendwas stimmt nicht. Die Signallampen aus der Rakete leuchten auf. Da draußen macht sich irgendeiner zu schaffen. Ich werde mal nachsehen, was da los ist. Du willst mich doch nicht allein lassen. Da draußen sind zwei Sträflinge, die noch nicht gefasst worden sind. Nein, komm mit. Sicherheitsgurte angelegt? Ja. Angelegt. Benötigen wir Sauerstoffmasken? Nein, dieser Kontrollraum ist hermetisch abgedichtet. Er hat seine eigene Sauerstoffquelle. Genau wie in einem Flugzeug mit Druckausgleich. Nein, kein Druckausgleich. Es ist ein geschlossenes System. Dieselbe Luft wird ständig umgewälzt. Alles bereit? Ich denke schon. Mein Magen fährt nur gerade Achterbahn. Dann dreht euch jetzt um und verriegelt eure Sitze. Ach, und Gary, der kleine Schalter, den Sie da in der Mitte sehen, da wo Giro draufsteht, einschalten. Wozu dient er? Keine Fragen. Tun Sie nur, was ich Ihnen sage. Long. Ja? Sie tun das mit den Schaltern, wo Astro draufsteht. Davon gibt es drei. Dort rechts. Astro-Schalter an. Sehr gut. Es ist jemand in der Rakete. Es wird ernst.
ist da oben? Ich weiß noch nicht, was hier los ist. Aber ich vermute, der versucht, einer die Rakete zu starten. Wir müssen sofort raus. Sie ist hermetisch abgeriegelt worden. Besteht die Chance, die Luke wieder zu öffnen? Nein. In diesem Bereich gibt es keinen Sauerstoff. Schnell, hier hängen noch ein paar Atemmasken. Jetzt hört mir ganz genau zu. Ich beginne mit dem Countdown. Gary, bei 7. Wenn ich sage 7, schalten Sie alle Schalter der unteren Reihe ein. Verstanden? Ja, ich denke schon. Sind Sie auch ganz sicher? Ja, verstanden. Bei 7 schalte ich alle Schalter in der unteren Reihe ein. Richtig. Lon, jetzt zu Ihrer Aufgabe. Vor Ihnen befinden sich 10 Hebel. Jeder hat eine Nummer. Ja, von 1 bis 10. Sie betätigen jeweils einen Hebel während des Countdowns. Und bestätigen Sie die Nummer, indem Sie sie laut wiederholen. Verstanden? Jeweils einer, während Sie die Sekunden runterzählen. Okay. Es geht los. 10. 10. 9. 9. 8. 8. 7. 7. 6. 6. Wenn ich das Kommando gebe, legst du dir die Maske an. Werden wir sterben? Wir haben noch eine Chance. Schnell. Die Zündung erfolgt bereits. 2. 2. 1. 1. 0. Alles in Ordnung? Oh, mein Kreuz tut vielleicht weh. Ich würde sagen, die Sitze sind noch nicht ganz ausgereift. Großer Gott, das war ja wohl die reinste Folter. Der Start war doch holpriger, als ich dachte. Aber so wie es aussieht, ist alles gut gegangen. Was ist mit dem Gegengewichtsanzeiger? Stimmt was nicht? In der internen Kammer ist was nicht in Ordnung. Das Kontrollsystem nimmt eine Korrektur vor. Lon, stehen Sie auf und überprüfen Sie den unteren Bereich. Unten liegen zwei. Sie sind tot. Dirk, was ist passiert? Was ist das für ein Geräusch? Wo sind wir? Wir bewegen uns ja. Ganz ruhig. Es ist alles in Ordnung. Sie waren nur eine Zeit lang bewusstlos. Sie verrückter Narr, was haben Sie getan? Wir befinden uns im All, weit weg von der Erde. Und es verläuft genauso, wie ich es wollte. Wir halten Kurs und alles ist unter Kontrolle. June, wo ist June? June geht es gut. Sie ist hier. Geht es dir gut, Schatz? Ja, mach dir keine Sorgen. Wer sind die zwei? Die entflohenen Häftlinge. Schließlich brauche ich eine Crew. Ich kann es immer noch nicht glauben. Du legst dich jetzt hin und ruhst dich aus. Was Dirk gesagt hat, ist die Wahrheit. Es wird alles wieder gut. Mann, das wird ja hier eine richtige Party. Mhm. Ja, langsam wird es hier ganz nett. Nur ihr Begleiter ist überflüssig, findest du nicht auch? -24/10. -25. -25. Ich denke, das reicht. Wir werden morgen die linke Bank kalibrieren. Wie sieht's aus? Mit den statischen Entfernungsmesskarten stimmt alles überein. Gut. Ich werde mich jetzt ein Weilchen aufs Ohr hauen. Legen Sie sich da auch noch etwas hin, Steve. Ja, mache ich später. Aber ich will noch die Neutralkalkulatoren auf dem Oberdeck überprüfen. Gary, könnten Sie mir helfen? Ich bin nur als Tourist hier, wissen Sie? Gary. Ich helfe Ihnen. Überprüfen Sie auch gleich die CR-Indikatoren, ja? Wir könnten schon bald in ein Meteoritenfeld geraten und dann brauchen wir die Warnfunktion. Wird erledigt. Meteoritenfelder? Ja, sie sind unsere größte Gefahr. Falls wir in einen solchen Schwarm geraten, besteht die Gefahr, dass unsere Rakete von ihnen getroffen wird. Aber der CR-Indikator wird uns rechtzeitig davor warnen. Wenn Sie wollen, können Sie den Schirm überwachen, bis Steve fertig ist. Danke, sehr gern.
Gary, würden Sie sich bitte aufs Unterdeck begeben? Ich möchte... Daddy, ich überwache seit einer Ewigkeit diese blöden Schalter. Sehen Sie nicht, dass ich Ruhe brauche? Ich bin kein Botenjunge. Wenn Sie was wollen, holen Sie sich's. So wie es aussieht, funktioniert alles ganz perfekt. Seien Sie locker, ganz ruhig. Na, 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 was ist denn? Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Hören Sie auf damit! Oh, ich habe Sie und diesen Steve beobachtet. Sie machen mir nichts vor. Kommen Sie, wir zwei amüsieren uns jetzt ein wenig. Sie hören sofort auf damit! Verschwinden Sie, wenn Steve jetzt reinkommt! Warum rufen Sie ihn nicht? Er ist doch da oben. Aber das werden Sie nicht tun. Sie wollen es genauso wie ich. Hören Sie auf! Das machen Sie nie wieder. Hey, was ist denn? Wir unterhalten uns nur ganz freundschaftlich. Was dagegen einzuwenden? Sie provozieren es also. Was soll das? Sind Sie etwa auch an ihr interessiert? Sie übles kleine Schwein. Nein, bitte, Dirk, ich will keinen Ärger. Das ist kein Ärger, es ist mir ein Vergnügen. Hört auf, ihr zwei, bitte! Was ist das? Das sind Meteoriten. Was ist los? Wir befinden uns mitten in einem Meteoriten. Wie lange wird das dauern? Schwer zu sagen. Können wir denn gar nichts dagegen tun? Die Batterie da oben hat sich gelockert. Ich werde sie... Nein, das mache ich schon. Wir müssen ihm helfen. Die Warnlampe ist aus. Ich glaube, wir sind sicher. Also los. Gary, hilf Long. Warte. Jetzt! Dirk, hören Sie mir gut zu. Die Zeit läuft davon, also hören Sie mir ganz genau zu. Die Rakete wird auf einem festgelegten Punkt landen. Es ist alles genau eingeschaltet. Dieser wurde von mir eingegeben. Verändern Sie nichts. Nichts verändern. Sie müssen dort landen. Bleiben Sie ruhig liegen. Nicht reden. Wir kümmern uns um Sie. Hier, das ist wichtig für Sie. Verlieren Sie es nicht. Sie werden es brauchen, dort, wo Sie landen. Aber wozu? Wofür, Dirk? Wozu dient das hier? Es liegt jetzt alles an Ihnen, Steve. Alles an Ihnen, Steve. Lido. Bitte, Lido. Vergib mir. Dirk. Tot. Der Klunker lässt ihn wohl keine Ruhe, hä? Ja, und ein paar andere Dinge. Dirk hat an jedes Hindernis gedacht, auf das wir während unserer Reise treffen könnten. Und er hatte jedes Mal recht damit. Dieses Mädchen, von dem er da gesprochen hat, wie war noch ihr Name? Lior, Lida, Lido. Das ist ein weiteres Rätsel. Und warum bestand er schließlich darauf, auf einem ganz bestimmten Punkt auf dem Mond zu landen? Mond ist Mond. Mir ist es egal, wo wir landen werden. Als hätte er dort irgendetwas erwartet. Was? Meinen Sie, ist diese Kette und das Medaillon wert? Bestimmt ein paar Riesen, hä? Drei? Vier? Vergessen Sie das. Auf dem Mond können Sie mit Diamanten nichts anfangen. Was uns jetzt fehlt, ist ein wenig Glück. Hey, John! Steve, komm her, schnell! Irgendwas passiert da. Los, sofort den vorderen Scanner aktivieren.
Traum wird wahr. Ich bin so aufgeregt, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wenn alles gut geht, werden wir eine Menge vom Mond zu sehen kriegen. Aber zuerst müssen wir was tun. Sie werden die Raumanzüge holen, Non. Gary, Sie holen die Helme. Der automatische Rückstoßmechanismus müsste sich jetzt einschalten. Vom langsamen Landeanflug werden wir nichts mitbekommen. Wir können nur die Daumen drücken und abwarten. Das war's. Macht schnell, Leute, wir landen gleich. Bremse 1. Bremse 2. Bremse 3. Maschine, stopp! Du siehst aus, als hättest du ein Gespenst gesehen. Wenn ich so aussehe wie du, werde ich wohl eins gesehen haben. Endstation, wir steigen aus. Mein Schädel brummt wie im Knast. Wie atmet man da drunter überhaupt? Es ist am Anfang noch stickig, aber man gewöhnt sich daran. Stellen Sie den Sauerstoffregulator ein, bis Sie frei atmen können. Diese Gravitationsschuhe sind die reinste Zauberei. Hoffentlich gehen wir hier oben mit der Mode. Hast du dich akklimatisiert? Ich fühle mich schon besser als vorhin. Wenn wir alle soweit sind, dann sehen wir uns erstmal ein bisschen um. Hey, was wollen Sie denn mit den Ballermännern? Mit den was? Knarren, Schießeisen. Glauben Sie, wir werden hier von Wegelagerern überfallen? Reine Vorsichtsmaßnahme. Ich werde vorgehen und ihr folgt mir. Und denkt daran, immer zusammenbleiben. Wir sollten umkehren. Hoffentlich nicht. Die Hitze würde uns wie auf einem Grill rösten. Habt ihr das auch gehört? Da folgt uns jemand. Das ist ausgeschlossen. Durch die Kopfhörer ist ihr Gehör empfindlicher. Das war sicher nur lockeres Gestein. Thank you.
Aus irgendeinem Grunde scheint sie hier nicht reinkommen zu wollen. Ich finde, das kann uns doch nur recht sein. Können wir uns ein wenig ausruhen, bitte? Gehen wir noch etwas weiter rein. Ich will diese Kreaturen so weit wie möglich auf Distanz halten. Die Kabine in der Rakete kommt mir im Nachhinein äußerst behaglich vor. Mann, das glaubt uns zu Hause kein Mensch. Pass bloß auf. Beinahe hätte ich mir durch diesen Stock das Genick gebrochen. Vielleicht liegen hier noch mehr rum. Lassen Sie mal sehen. Was ist das? Ich kann es nicht glauben. Was haben Sie denn? Das ist eine alte Fackel. Ja, eine abgebrannte Fackel. Bedeutet das, dass hier jemand lebt? Diese Wesen da draußen. Vielleicht hausen die hier drin. Fantastisch. Es muss sich hier um eine höhere Lebensform handeln. Steve, dort hinter dem Felsen ist ein Licht. Natürlich. Warum habe ich nicht schon eher daran gedacht? Feuer brennt nicht ohne Sauerstoff. Ob ihr es glaubt oder nicht, in dieser Höhle existiert Sauerstoff. Nehmt eure Masken ab. Na los, keine Angst. Die gute alte Luft, wundervoll. Ich finde, permanent aus dieser Flasche zu atmen, ist harte Arbeit. Als erstes müssen wir aus diesen Anzügen raus. Haben Sie was gefunden? Nein, nichts. Wirklich. Sie lügen, Dayton. Hey, ganz ruhig, Gary. Komm schon. Ach, was soll denn das? Er hat ja was gefunden, von dem wir nichts wissen sollen. Er hat recht. Aber es besteht kein Grund zur Aufregung. Dort sind Fußspuren, die noch nicht sehr alt sein können. Seht ihr, was habe ich euch gesagt? Es bestätigt nur, was wir bereits wissen. Dass eine höhere Lebensform in dieser Höhle existiert. Also, ich werde mich hier nicht länger aufhalten. Früher oder später töten sie uns alle. Ich gehe zurück zur Rakete. Wer kommt mit mir? Machen Sie keine Panik. Wir haben Waffen und genügend Munition. Ja, die waren ja auch sehr wirkungsvoll gegen diese Steinwesen. Nein, nein, ich verschwinde von hier. In dieser Höhle ist noch was anderes. Ich kann es fühlen. Ich spüre, wie uns ihre Augen ansehen. Ich verschwinde von hier. Hey, Gary! Kommen Sie zurück. Sie gehen in die falsche Richtung. Ich werde ihm nachgehen, Steve. Nein. Wir dürfen uns nicht trennen, dann sind unsere Chancen größer. Die Schritte von Gary haben aufgehört. Gary, kommen Sie zurück! Was soll das? Hört auf! Wer sind Sie? Nein! Nein, bitte! Lasst mich in Ruhe! Das war Gary. Sie haben ihn erwischt. Es riecht hier so merkwürdig. Irgendein Gas. Ich kriege keine Luft mehr, Steve. Ich kriege keine Luft mehr. Wie fühlst du dich, John? Sind wir jetzt im Himmel gelandet? Nein, so weit ist es noch nicht. Alles, woran ich mich erinnern kann, ist, dass jemand mit einer qualmenden Zigarre vor mir aufgetaucht ist und wumm, hat's mich voll umgehauen. Wo wir wohl sind? Oh. Hey, Dayton, wir kriegen Besuch. Ich bin Lido. Willkommen auf Orlando. Ich bin die Herrscherin unseres kleinen, bescheidenen Reiches. Mir wurde berichtet, ihr seid Eindringlinge unbekannter Herkunft. Darüber reden wir noch. Zuerst werdet ihr euch ausruhen.
Bitte genießt unsere Gastfreundschaft. Keine Angst, es ist kein Gift. Greif zu, wenn Sie uns töten wollten, hätten Sie das schon längst tun können. Aber das ist ja köstlich. Es freut mich zu sehen, dass euch unser Angebot zufriedenstellt. Vielleicht interessiert es Sie, dass die Speisen, die vor Ihnen stehen, schon lange vor meiner Geburt zubereitet worden sind. Oh, ich würde gerne etwas trinken. Was hat sie denn? Keine Ahnung, vielleicht sagt ihr mein Gesicht nicht zu. Das ist es nicht. Diese Mädchen sind vielleicht etwas eigenartig, aber ich halte sie nicht für verrückt. Das Medaillon. Geh und hol es mir. Nein. Das werde ich tun. Ja, es ist Dirk. Er ist zurückgekehrt. Dirk, mein Dirk. Deine Zeit wird kommen, Alpha. Aber jetzt sorgst du dafür, dass es den Gästen an nichts fehlt. Dirk, bitte folge mir. Steve! Liebling, keine Sorge. Ich bin gleich wieder zurück. Meinetwegen bin ich nicht in Sorge. Ich bin mehr in Sorge um dich. Folge mir jetzt, bitte. Wir dachten, du würdest nie wieder zurückkehren. Es ist so schön, dass du wieder da bist. Ich will alles über die Erde wissen. Über das Klima, die atmosphärischen Bedingungen. Über alles, was du erfahren hast. Unser Projekt wird staatlich gefördert. Dazu brauche ich Zeit. Du verlangst das Einzige, was ich dir nicht geben kann. Du siehst, Dirk, seit du uns verlassen hast, ist sehr viel passiert. Das Schiff, das dich zur Erde gebracht hat, ist nie wieder zurückgekommen. Auch nicht die Wissenschaftler, die an Bord waren. Als Folge dessen befindet sich der Rest von uns in großer Gefahr. Unser Sauerstoffvorrat geht langsam zu Ende. Auch die Nahrungsmittel werden knapp. Unser Planet wird allmählich sterben. Es gibt keinen Ausweg. Existieren noch andere, die hier leben, so wie du? Du scheinst vieles vergessen zu haben während deines Aufenthalts auf der Erde. Du hast dich nicht mal dazu geäußert, dass ich blind bin. Ich bin sehr traurig, dass dir das widerfahren ist. Mitleid nützt mir nichts. Meine Sehkraft wurde schwächer und schwächer, aber meine anderen Sinne schärften sich dadurch. Weißt du noch, welches Recht mir die Macht verliehen hat, hier zu regieren, Dirk? Aber natürlich. Komm bitte näher, Dirk. Ich möchte fühlen, wie sehr du dich während deiner Abwesenheit verändert hast. Etwas ist anders an dir. Aber vielleicht hast du dich auch zum Guten verändert. Alpha wird zufrieden sein. Alpha? Ich denke mal, es ist ganz natürlich, dass du sie nicht erkannt hast. Sie war noch ein kleines Mädchen, als du uns damals verlassen hast. Aber eure Verlobung hat ihre Gültigkeit nicht verloren. Eure Hochzeitsfeier wird stattfinden, so wie ich alle wissenschaftlichen Einzelheiten über dein Volk erfahren habe. Lass uns beginnen. Ja. Und ich dachte, diese Wissenschaftler, die zum Mond fliegen, wären Spinner. Mann, das ist es. Es ist fantastisch. Ich kann es nicht glauben, als wäre das alles nur ein Traum. Ich würde dich freiwillig kneifen, wenn hier nicht die Wahnsinnstanten rumlaufen würden.
Ja, wen haben wir denn hier? Wie geht's, Süße? Was hältst du von einem Stelldich einem holden Erdenschein, hä? Du sprichst höchst eigenartig. Ach, tatsächlich, ja? Vielleicht tue ich das, aber wir werden uns schon verständigen. Wir sollten irgendwo hingehen, wo wir ungestört sind. Ja. Na komm. Da entlang. Feinfühlig wie ein Vorschlaghammer. Gary ist ganz in Ordnung. Eigensinnig, aber sonst ist er okay. Leute, die angeblich nichts Böses im Schilde führen, sind meistens die, die den Ärger verursachen. Ein Gefühl, als stünde man auf dem Empire State Building. Ich glaube, ich verstehe nicht, was Sie meinen. Ist nicht so wichtig. Komm her. Los, komm her, ich werde dich schon nicht beißen. Schon besser. Also, was wird hier eigentlich gespielt? Ich verstehe nicht, du verwirrst mich schon wieder. Sag mir einfach, was hier los ist und wo sind eure Männer? Hast du nicht mal einen Freund? Du bist der erste Mann, den ich kennenlerne. Aber früher gab es derer viele. Na, dann haben wir ja viel nachzuholen, Schatz. Hey, sind die echt? Schon wieder verwirrst du mich. Die Diamanten, diese Steine, sind die echt? Die hier? Damit schmücken wir Frauen uns. Gefallen sie dir? Ganz sicher. Sie sind echt. Sag, von wem hast du sie? Von niemandem. Ich habe sie selbst gefunden. Du hast sie gefunden? Ja, aber sie haben keinen besonderen Wert. Zeig mir, wo du die Steine gefunden hast. Es gibt sie zu Tausenden am unteren Ende der Höhle. Ich will's sehen. Bring mich sofort dahin. Aber was ist mit den anderen? Ach, mach dir bloß keine Sorgen um die anderen. Wir überraschen sie. Ich werde ihnen später davon erzählen. Wenn es dein Wunsch ist. Mhm. Nein, danke. Wo bleibt Steve nur so lange? Oh, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist da sehr viel zu bereden. Ich hoffe, es bleibt nur beim Reden. Das erinnert mich an was. Ich werde Gary suchen gehen. Er hat die schlechte Angewohnheit, einfach zu verschwinden. Vor allem mit hübschen Mädchen. Und kommen Sie schnell zurück, sonst kriege ich noch Komplexe. Ach, wenn ich gewusst hätte, dass die Konkurrenz hier so groß ist, hätte ich mich für diese Reise neu eingekleidet. Nach dem, was du mir erzählt hast, entspricht der Planet Erde nicht unseren Vorstellungen. Aber ich weiß für unsere Situation eine Ausweichmöglichkeit. Sage den Erdenmenschen, sie sollen sich nicht als Gefangene betrachten. Sie dürfen sich hier frei bewegen, vorausgesetzt, sie versuchen nicht zu entkommen. Geh jetzt wieder zu ihnen. Ja. Danke, Lido. Ich werde es ihnen sagen. Was hat sie gesagt? Was passiert jetzt? Lass uns darüber gehen. Diese Lido ist blind. Sie denkt, ich bin Dirk Green. Dirk? Das war also der Grund, weswegen wir hier unbedingt landen sollten. Aber die anderen hier, die kennen doch den echten Dirk Green. Sie waren noch sehr jung, als Dirk zur Erde geschickt wurde. Das Schiff ist nie wieder zurückgekehrt. Aber was ist, wenn sie herauskriegen, dass du nicht der bist, für den sie dich halten? Naja, die Sauerstoffreserven hier neigen sich dem Ende. Also werden sie jeden liquidieren, der für sie nicht mehr von Nutzen ist. Damit meine ich uns. Steve, was können wir nur tun? Wir sind nicht direkt in Gefahr. Sie wollen die Rakete haben. Sie ist ihre einzige Hoffnung auf Rettung. Diese Lido hat mir eine faszinierende Geschichte erzählt, und zwar, dass sie die Überlebenden einer einst blühenden Zivilisation sind. Offenbar fingen ihre Schwierigkeiten vor etwa 20 Jahren an. Oh, hallo. Ich habe sie in der Halle gesehen. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nein, ich suche eigentlich nur meinen Freund. Ist im Grunde nicht so wichtig. Bitte gehen Sie nicht weg. Ich würde gern mit Ihnen reden. Ja, gern. Ich habe
festgestellt, dass es plötzlich draußen viel heller aussieht. Ich finde, es war wesentlich dunkler, als wir gelandet sind. Das ist normal, wenn die Sonne aufgeht. Oh, habt ihr hier Tage und Nächte wie wir auf der Erde? Die Sonne, wie oft scheint sie bei euch? Viel zu oft. Alle 17 Nemnos geht sie auf und wieder unter. Wir fürchten uns vor dem Sonnenlicht, da unsere Oberfläche keine Atmosphäre hat und die Hitze ist sehr stark. Bei diesen Temperaturen überleben nur die Steinwesen. Wir sind ihnen begegnet bei unserer Ankunft. Ein Glück, dass sie uns nicht bis in die Höhlen gefolgt sind, sonst wären wir jetzt tot. In den Höhlen existiert Sauerstoff. Die Steinwesen fühlen sich nur in der Sonne wohl. Schon die geringste Menge Sauerstoff kann tödlich für sie sein. Gibt es auf der Erde keine Steinwesen? Nein, nicht, dass ich wüsste. Und wenn ich auf der Erde mit einem hübschen Mädchen zusammen wäre, würde ich wahrscheinlich auch nicht mit ihr darüber reden. Sie würden nicht reden? Nein, ganz sicher nicht. Das war schön. Ja, fand ich auch. Infolgedessen ist das hier sozusagen die letzte Luftblase. Ohne Sauerstoff kein Leben. Und da ist keine Möglichkeit, Ihnen zu helfen? Nicht die geringste. Übrigens, da ist noch etwas. Dieses Mädchen Alpha. Sie ist ausersehen als meine Braut. Als deine Braut? Nein, Dirks Braut. Dieses Arrangement ist lange vor seiner Reise zur Erde getroffen worden. Jetzt hör gut zu, Romeo. Wenn du auch nur für eine Sekunde daran denkst, dass du und dieses... Ich werde am besten alles aufklären. Also bitte, mach dir keine Sorgen, John. Dirk! Am besten, du klärst es gleich auf. Komm, Dirk! Es ist Zeit, komm. Zeit für was? Für unsere Hochzeitszeremonie. Herrscherin Lido ist bereit. Ich finde, wir sollten nichts überstürzen. Vielleicht sollten wir uns zuerst unterhalten über die Sache. Ich habe lange auf dich gewartet, Dirk. Moment, jetzt reicht es aber. Was bitte hat das zu bedeuten? Ich sage Ihnen, was das zu bedeuten hat. Das ist zufällig mein Freund, den Sie da umarmen. Und sein Name ist auf keinen Fall Dirk Green, sondern Steve Dayton. Also seien Sie lieber vorsichtig, bevor ich vergesse, dass ich eine Lady bin. Sie wird sterben. Dafür werde ich Sie töten. Ich schätze, das war's dann wohl. Oh, Steve, es tut mir leid, aber ich habe einfach rot gesehen. Ist schon gut, Sie werden sowieso gleich alle über die Maskerade Bescheid wissen. Wir sollten uns etwas einfallen lassen. Ich verstehe das nicht. Was ist denn los? Wir müssen Gary holen und sofort von hier verschwinden. Verschwinden? Ich fing gerade an, es hier ganz nett zu finden. Wo ist Gary? Seema hat ihn zu den Höhlen gehen sehen. Ich glaube, es geht hier lang. Kommen Sie. Es sind Betrüger! Der Name des Mannes, der sich Dirk nennt, heißt in Wirklichkeit Dayton. Ganz sicher hat er das Medaillon gestohlen. Du Närrin. Denkst du, ich hätte das nicht gewusst? So leicht kann man mich nicht hinters Licht führen. Aber ich will mein Wissen so lange vor den Erdenmenschen geheim halten, bis ich mehr über sie erfahren habe. Ihre Hoffnungen, ihre Ängste und die Gründe für ihr Kommen. Aber aufgrund deines Versagens müssen sterben, sie... Sterben, jawohl! Alle bis auf Dayton. Ich werde ihn als meinen Ehemann anerkennen. Was du da verlangst, ist unmöglich. Die anderen brauchen wir, denn sie können uns helfen, das Raketenschiff zu steuern. Ich sage, wir werden sie töten! Wir brauchen nur Dayton. Er wird uns die nötigen Informationen liefern, um das Raketenschiff zu lenken. Das überschreitet deine Befugnisse, Alpha. Die Herrscherin bin ich. Und du wirst meinen Befehlen gehorchen. Du wirst alt. Ja, alt und schwach. Wer Schwäche zeigt, ist nicht länger von Nutzen. Olanda braucht dringend eine neue Herrscherin. Selbst das Medaillon, Lido, das Symbol deiner Herrschaft, ist dir schon zu schwer geworden. Deine Hand wird immer schwächer. Mein Wille ist stärker als deiner, Lido. Ich, Alpha, verlange von dir, das Medaillon fallen zu lassen. Du hast zu dem legitimen Mittel gegriffen, den Thron zu beanspruchen. Aber du hast verloren. Vielleicht wirst du eines Tages gewinnen. Aber bis es soweit ist, wirst du meinen Befehlen gehorchen. Jawohl, meine Herrscherin. Ich
Ich werde verrückt. Echte Diamanten. Oh Mann, hier liegt ein Vermögen vor mir. Deine Wege sind unergründlich. Meine Wege sind reich, Baby. Du wirst mir helfen müssen, zurückzufinden. Hast du was, worin ich die Steine verstauen kann? Oh, da wäre noch was. Erzähl bloß nichts den anderen davon, verstanden? Ja, natürlich. Aber ich glaube nicht, dass das... Tu mir einen Gefallen, Süße. Sei einfach nur bezaubert. Gehen wir. Wo ist die Herrscherin? Die Gefangenen sind in den Höhlengängen. Sie versuchen zu flüchten. Wir haben keine Zeit, sie zu informieren. Wir müssen sofort handeln, um zu verhindern, dass sie das Schiff erreichen. Sollen wir das Gas vorbereiten? Nein. Sie missbrauchten das Vertrauen unserer Herrscherin. Sie erwartet diesmal eine härtere Lektion. Das Dunkelwesen. Aber es steht geschrieben, dass nur die Herrscher... Sei still! Wir dürfen keine Zeit verlieren. Hey, Steve. Die Sache ist riskant. Ich konnte mir ein Bild von diesen Menschen machen. Sie sind sehr intelligent. Die werden bestimmt nicht zusehen, wie wir verschwinden. Ja, da haben Sie recht, aber wir haben keine Wahl. Es ist unsere einzige Chance. Aus wie die Abzweigung. Ja, da ist der Felsen. Jetzt müssen wir nur noch Gary finden und... Sie sind weg. Die Raumanzüge sind weg. Ich wusste, dass etwas dazwischen kommt. Steve, dieser Ort ist mir irgendwie unheimlich. Ja, ich weiß, was du meinst. Los, schnell weg von hier. Da bewegt sich irgendwas. Das sind Dayton, Lon und June. Nein, nein, Sie dürfen da nicht reingehen. Aber die wollen ohne mich abhauen. Und ich soll hier wohl verrecken. Okay, was soll der Quatsch, hä? Wollt ihr mich hier etwas erzählen? Ganz ruhig, Gary, wir waren gerade auf der Suche nach dir. Denkt ihr, ich bin blöd, oder was? Bitte hören Sie mir zu. Verlassen Sie diesen Teil der Höhle. Bitte beeilen Sie sich schnell. Es ist zu spät. Sie wissen es schon. Islander! Unsere Herrscherin widersetzt, hat den Tod verdient. Dem dunklen Wesen zu entkommen, war ein großes Glück für euch. Ich hoffe, ihr habt jetzt verstanden, dass keine Hoffnung auf Flucht besteht. Das war dumm und leichtsinnig von uns. Wenn es möglich wäre, würde ich gern die Herrscherin sprechen. Wieso weichen Sie mir ständig aus? Finden Sie mich nicht attraktiv? Im Gegenteil, ich bewundere Sie und die anderen. Aber Sie müssen verstehen, dass... Ich weiß, diese Erdenfrau. Sie werden sie sehr schnell vergessen. Es hat keinen Zweck, Alpha. Sie können mich nicht zwingen. Vielleicht haben Sie es ja vergessen, aber ohne unsere Hilfe haben Sie und die anderen keine Chance, Olanda zu verlassen. Sie sind leider nicht so klug, wie ich gedacht habe. Ich finde Sie... amüsant. Wir werden Olanda verlassen, aber auf keinen Fall zur Erde fliegen. Wir reisen zu einem anderen Planeten, wo ich die Herrscherin sein werde. Und Sie werden mein Gemahl. Nein, mein Einverständnis würden Sie nie erhalten. Aber ja, Sie haben gar keine Wahl. Denn sehen Sie, mein Wille ist stärker als Ihrer, Dayton. Sie haben keine Wahl, denn Sie gehören von jetzt an mir. Nein. Vertrauen Sie mir. Meine Gedanken werden schon bald Ihre Gedanken sein. Sie empfinden nur noch Hass und Misstrauen für Ihre Freunde.
Ich will, dass sie mir ergeben sind. Mir allein. Nein. Hören Sie auf sofort. Sie machen mich gefügig. Mein Wille ist stärker als Ihrer, Dayton. Sie müssen mir gehorchen. Sie werden mir gehorchen. Ja, ich werde gehorchen, Alpha. Die Erdenmenschen, die Frau, sie sind deine Feinde. Sie müssen sterben. Hast du alles verstanden? Ja, ich habe verstanden. Alpha, ich will mit dir reden, und zwar allein. Ja, meine Herrscherin. Erneut widersetzt du dich mir, Alpha. Du kennst unsere Gesetze. Dem Willen der Herrscherin muss Genüge getan werden. Ich bitte um Nachsicht, meine Herrscherin. Ich habe, nichts weiter versucht, als gewisse Informationen von diesem Dayton zu erlangen. Informationen, die uns vielleicht eine große Hilfe sein könnten. Jetzt fügst du deinen Vergehen auch noch Lügen hinzu. Du willst diesen Dayton für dich allein. Das kann und werde ich nicht zulassen. Ich, die Herrscherin, verfüge es. Und was verfügst du jetzt, meine Herrscherin? Die Herrscherin hatte unglücklicherweise einen tödlichen Unfall. Aber bevor sie starb, wurde ich von ihr zur neuen Herrscherin ernannt. Lido ist tot, aber es war kein Unfall. Du widersetzt dich mir? Willst du mir das Recht auf den Titel Herrscherin etwa streitig machen? Wie lautet euer Befehl, Herrscherin? Entferne die Leiche. Und dann wirst du meine Thronbesteigung offiziell verkünden. Ja, meine Herrscherin. Und, ach ja. Sag den anderen, sie sollen sich auf eine Hochzeit vorbereiten. Eine Hochzeit, die einem Ereignis in der Exterminationskammer folgen wird. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Seien Sie vorsichtig. Sie sind alle in großer Gefahr. Sie sind sogar schon dabei, die Exterminationskammer für Sie vorzubereiten. Lieb von Ihnen, dass Sie sich Sorgen um uns machen. Aber Dayton spricht gerade mit der Herrscherin. Nein, Lido ist tot. Alpha ist jetzt die neue Herrscherin. Wenn ihr überleben wollt, müsst ihr... Bitte reden Sie weiter. Es ist zu spät. Sie kommen, um euch zu holen. Vertraut mir. Die Gefangenen sind bereit. Ihr kommt gerade rechtzeitig zu unserer Zeremonie. Leider wird unsere Erdenfrau die Festlichkeiten versäumen. Sie ist zum Tode verurteilt worden. Aber zunächst hat euch euer Erdenmann etwas zu sagen. Sag mir, wem gibst du dein Herz und vor allem deine Seele? Dir, meine Herrscherin. Steve! Steve, das wirst du doch nicht zulassen! Kannst du mich nicht verstehen? Halt! Ich kann mich nicht bewegen. Was soll das? Ihr könnt euch nicht bewegen, weil ich nicht will, dass ihr euch bewegt. Mein Wille ist Gesetz und muss unweigerlich befolgt werden. Und jetzt, wie lautet dein Befehl? Nein! Steve, tu es nicht! Ich liebe dich! Sag mir, dass du mich liebst! Ich will, dass ihr die Frau in die Exterminationskammer bringt. Lasst uns mit der Zeremonie beginnen. Los!
Hört genau zu. Am Ende des Ganges ist eine Tür. Dieser Schlüssel wird sie euch öffnen. Dort werdet ihr die Sachen finden, die ihr bei eurer Ankunft getragen habt. Kommen Sie mit uns, Sima. Nein, ich werde Ihrem Freund helfen. Ja, aber wie? Ihr müsst euch beeilen, bevor der Tanz zu Ende ist. Nehmt das hier. Das dient euch zum Schutz gegen die Steinwesen. Ihr werdet die Frau am Ende der Treppe finden. Verliert keine Zeit, schnell. Ich komme nach, das verspreche ich. Aber jetzt müsst ihr gehen, bevor es zu spät ist. Ich werde auf Sie warten. Auf Wiedersehen, Lon. Ich werde immer bei Ihnen sein. Hier muss es sein. Komm. Alles in Ordnung, Joan? Wo ist Steve? Sima hat versprochen, ihm zu helfen. Wir werden hier auf Sie warten. Okay, ich muss gehen. Wir werden uns dann am Eingang zur Höhle treffen. Wo willst du hin? Eine Eintrittskarte lösen für einen Swimmingpool, Straßenkreuzer, die nicht enden wollen, und ein Haus mit 50 Zimmern. Männer. Wer auch immer dafür verantwortlich ist, wird sterben. Los, bewegt euch! Sucht alles ab! Wieso suchst du nicht nach den Erdenmännern? Du wagst es, sich mir zu widersetzen? Du stirbst genauso wie die anderen. Ich befehle dir zu gehen. In diesem Moment befreien die zwei Männer die Erdenfrau. Und jetzt wirst du ihn freilassen. Lass ihn frei. Du kannst dich mir nicht widersetzen, Sima. Dazu bist du zu schwach. Selbst wenn es dir auch nur für einen Augenblick gelingen sollte, so würde es dir deine ganze Kraft entziehen. Ja, du wirst immer schwächer. Und unsicherer? Nein. Nein, du bist es, die machtlos ist. Du kannst dich nicht bewegen und nicht sprechen. Dayton, sie sind frei. Ich verfluche dich! Wo bin ich? Was zum Teufel mache ich in diesen Sachen? Alphas Zauber ist gebrochen. Die anderen warten im Tunnel auf Sie. Gehen Sie. Komm zu Papa. Du entkommst mir nicht. Es ist zwecklos, Sima. Siehst du? Deine Kraft ist verflogen. Für immer. Gott sei Dank ist dir nichts passiert. Wir müssen unsere Anzüge finden und dann nichts wie weg von hier. Oh, die sind da hinten im Tunnel. Gut, wo ist Gary? Er wollte sich mit uns treffen. Und nun, meine Sklavin, wirst du das Gas aus den Höhlen freisetzen. Und es wird deine Hand sein, die diese Erdenmenschen vernichtet. Ich befehle dir, lass das Gas ausströmen. Und jetzt zieh den Hebel. Ich hab gesagt, zieh den Hebel!
Hiroshima. Unsere ganze Atmosphäre würde freigesetzt werden. Du wirst uns alle töten. Es ist zwecklos. Es geht nicht anders. Was war das? Lon, jetzt kann ich für immer bei dir sein. Sima, es ist dir etwas zugestoßen, ich weiß es. Ich muss wieder zurück. Nein, warten Sie, Lon. Setzt schnell eure Masken auf. Der Sauerstoff entweicht. Was wird mit Gary? Ich hoffe, er findet den Weg auch allein. Besteht darin, das schattige Gebiet in der Nähe der Klippen zu erreichen. Sonst wird uns die Sonne verbrennen. Dalton! Ich befehle dir! Kehre zurück! Kehre sofort zurück! Steve, was ist los mit dir? Ich muss wieder zurück. Er steht immer noch im Bann dieser Frau. Wir müssen ihn wegbringen. Lon, helfen Sie mir! In Ordnung. Es ist vorbei. Schön wär's. Kommen Sie. Die verfolgen uns. Verschwinden wir. Hey, wartet auf mich! Das ist Gary. Sie kommen direkt auf uns zu. Passen Sie auf, Gary. Die Steinwesen sind genau vor Ihnen. Werfen Sie die Taschen weg. Schnell laufen Sie los, aber im Schatten bleiben! Kommt nicht in Frage, die Diamanten gehören mir. Die lasse ich mir nicht wegnehmen. Gary, werfen Sie die Taschen weg, das schaffen Sie nie. Gary, gehen Sie nicht in die Sonne. Lasst uns zum Raketenschiff gehen. Die Generatoren scheinen zu arbeiten. Fertig machen zum Countdown. Glauben Sie, dass wir es schaffen? Unsere Chancen stehen nicht schlecht. Steve, bevor wir starten, würde ich dich gerne etwas fragen.
Ja, John? Ich wollte... Eigentlich wollte ich nur wissen, ob ich hübscher bin als diese Frau, diese Alpha. Da ist wirklich nur eins, das schöner und bezaubernder ist als du. Unsere alte Mutter Erde, die wir bald wiedersehen werden,